Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Niemandsland im LS22. Ja, so, der Deutz ist schon mal unterwegs. Den Klaas schicken wir auch weiter. Den Landini, der macht auch bitte weiter. Der Drescher ist fertig. Da können wir noch mal ein paar Reste zusammen dreschen. Und jetzt kommt der Schwader dran. Da liegen ja leider noch ein paar Ballen auf dem Weg, ne? Wie ist das denn, wenn wir den einfach auf diese Bahn hier schicken? Ja, ich glaube ja. Wunderbar. Dann können wir die Bahn nämlich auslassen, weil hier so viele Ballen liegen. Hier liegt nur einer. Das ist okay. Damit kann man, glaube ich, leben. Komm mal her, die schubst dich mal beiseite. Wenn es denn geht. Natürlich. Yay, da rollt er auch schon. So, dann kannst du bitte hier weitermachen. Ob und wie das läuft. Perfekt. So. Dann dreschen wir doch jetzt nochmal den Rest Getreide zusammen. Machen die Ecken und alles nochmal schön sauber. Und dann sollte der Drescher auch dringend mal aufgetankt werden und repariert werden, damit er auch fit ist fürs nächste Mal. Sollte aufgetankt werden. Ja, das hatten wir ja letzte Folge schon, ne? Dass der so ein bisschen Sprit braucht. Aber schauen wir mal, muss er sich jetzt noch ein bisschen gedulden. Ich glaube, was war das? War das der Deutz oder der Landini, der ein bisschen Sprit braucht? Ich hoffe, er schafft das noch zu pflügen, bevor wir ihn wirklich auftanken müssen, werden wir ja diese Folge feststellen. Ob das klappt oder ob das nicht klappt. So, sind wir mit der Getreideernte oder allgemein mit der Ernte an diesem Ingame-Tag auch schon fertig? Beziehungsweise wenn die Ecken fertig sind, dann ist die Ernte natürlich schon abgeschlossen. Und dann heißt es wieder, Sachen drauf anpflanzen. Also hier auf dem großen Feld Raps, hattet ihr mir ja reingeschrieben. Auf dem kleinen Feld weiß ich noch nicht, was darauf kann soll. Überlegt, ob wir das zur Wiese machen, aber eigentlich lohnt sich das nicht, weil wir ja zwei Wiesen haben. Zack. Haben wir das bisschen hier schon mal mitgenommen? Mal schauen, mal gucken. Werden wir denn rechtzeitig nachschauen, was uns denn fehlt? Ob wir da Sojabohnen drauf pflanzen oder irgendwas anderes? Oder Getreide. Gucken wir dann einfach mal. Weil noch sind wir ja relativ gut versorgt. So. Das einmal raus. Wir könnten da allerdings auch Zuckerrüben drauf pflanzen. Ne? Auf dem kleinen Feld. Wird sich, glaube ich, auch anbieten. Na, schauen wir. Noch ist das alles ein bisschen Zukunftsmusik. Noch wird das alles ein, zwei Folgen dauern. Erstmal natürlich hier durch Stroh pressen und die Stoppeln natürlich wegmachen. Und ob wir kalken müssen oder pflügen müssen. Und dann schauen wir einfach mal weiter. So. Und die letzte Ecke ist auch fertig. Und nochmal 350 Liter haben oder nicht haben, ne? So, dann fährst du mal bitte das Rohr aus und wir holen den guten Ferguson.
dass wir das auch abteilen. Einer hat die Arbeit beendet. Ich bin der Meinung, das ist der Fans, der fertig geschwadet hat. Schauen wir gleich. Jetzt mal noch das restliche Getreide hier rein. Nee, es ist der Deutsch. Okay. Gut. Den kann der Deutz jetzt eigentlich in die Stoppelbearbeitung, ne? Das bisschen Gras bleibt hier noch drauf liegen. Dann kann der Deutz schon mal hier die Stoppeln wegmachen. Und dann müssen wir gar nicht hier das Feld pflügen, weil hier ja Mais drauf war. Ist aber nicht so schlimm. Kriegen wir auch alles nach und nach hin. Nach und nach wird dann Schuh draus, ne? Genügend Produkte haben wir ja, aber so langsam juckt es ja dann doch in den Fingern, noch ein bisschen mehr Land zu bekommen, ne? So, hier gibt es jede Menge Heu. Das ist schon mal gut. Einerseits natürlich für die BGA, andererseits natürlich für die Tiere. Ich bin gerade am Überlegen. Obwohl, der Drescher verschlingt denn auch so viel Geld. Nee, komm, den reparieren wir nicht. Den kommt der Wender einfach wieder zurück. So. Und dann holen wir uns den Mulcher, ne? Wo ist denn das gute Stück? Hier ist es. Wunderbar. Wer ist denn jetzt blockiert? Na, komm. Wunderbar, wunderbar. Wunderbar. Stroh haben wir auch noch zu Genüge. Ach, der Klaas, der hat einen Ballen gefunden. Dann werden wir ihm gleich mal helfen. So nicht nächster Wegpunkt, sondern erster Wegpunkt. Schon mal vorab einstellen, damit man, ne, gleich ein bisschen Zeit spart. Wenn es eine gerade Strecke ist, dann klappt das sehr, sehr gut. So, dann mäust du mir bitte hier dieses Feld. Da. Zack. Na komm. So, da ist der nächste Helfer schon aktiv. Du kommst hier nicht weiter, weil du einen netten Ballen gefunden hast, den du dir selber dahin gelegt hast. Ist auch interessant. So, bitte weiter. Und du hast kein Sprit mehr. Okay. Das ist schlecht, dann müssen wir dich doch vorher einmal auftanken. War eigentlich nicht so geplant, aber wenn es nicht anders geht, ne? Dann müssen wir einmal vorher in Sprit investieren. So. Wie ist denn mit Sprit? Reparieren würde ich den jetzt noch. Nee, reparieren lohnt sich jetzt, glaube ich, noch nicht. Aber Sprit. Einmal bitte voll machen. Wunderbar. 171 Euro. Ja, sei es dir gegönnt. Sei es dir gegönnt. So. Ja, dann fahren wir die Bahn einmal komplett runter und setzen ihn dann beim nächsten Wegpunkt wieder an. Einmal, ne? Wie viele Bahnen hatte er ja gar nicht mehr. Oh, es kribbelt. Mann. So. Jetzt kannst du hier bitte weitermachen. Du bist ja fertig. Du bist hier auch fertig mit Schwaden. Dann können wir dich auch schon mal auf die nächste Wiese setzen. Und der Klaas ist schon wieder blockiert. Es ist, ja, zwei Fahrzeuge auf einem Feld, auf einer Wiese ist dann immer so ein bisschen, okay. Habe ich ja so eingestellt, ne? Muss ich mit leben.
Der Deutz. Der leistet schon mal die Vorarbeit. Dann hatte ich, wenn ich richtig liege, die Wiese haben wir ja schon ein paar Mal gemacht, müssen wir dafür auch wieder einen Kurs haben. 36 Dreschen, nein, Wiese 36, Schwaden, genau. So, fährst bitte zum ersten Wegpunkt und dann ab die Post. Befreien wir einmal den Klaas. Ach, Ballen, roll doch zur Seite, bitte. Danke. So, sammel das mal ein. Und dann kannst du, glaube ich, hier weitermachen. Hier dürfte dir ja denn nichts mehr im Weg liegen. So. Nee, da wollte ich nicht rein. Drescher. Den Ferguson würde ich gerne wieder frei haben. Damit wir gleich zum einen entweder Ballen sammeln können oder zum anderen das Feld pflügen können. Schon wieder blockiert. Wie ist denn jetzt schon wieder blockiert? Was für eine Blockade. Sag mir jetzt bitte nicht, es ist schon wieder der Klaas. Nein, es ist der Deutz. Da muss ich jetzt auch noch mal kurz warten. Zumindest bis wir abkippen können. Dann wachsen die Bäume. Ich hoffe, am nächsten Ingame-Tag ist es schon so weit. Hätte ich ja beinahe die Kurve nicht gekriegt. War das die? Das war die Getreidemühle, ne? Ja. So. Mr. Pappenheimer. Du wolltest einmal um den Stein rum, oder was? Und danach? Wo wolltest du danach hin? Man lässt sich etwas gar nicht erkennen. Ich würde einfach vermuten, drauf tippen, hier weiter, ne? So. Oh, da ist keiner mehr blockiert. Dann würde ich sagen, sammeln wir jetzt Ballen ein, ne? Schon mal die Heuballen einsammeln, damit wir die in die Scheune kriegen, beziehungsweise in den Unterstand. Hier steht auch noch der Holzhänger rum. Weil die Wiese muss ja auch wieder gepflügt werden, damit wir da was anderes drauf bekommen. So, passt der? Ja, der Hänger passt da noch irgendwo rein. Das ist doch super. Beziehungsweise der Kipper, nicht Hänger. Der Landini ist fertig. Dann kriegt er gleich die Spritze verpasst. Und dann kann er die Trauben und nicht düngen. So. Ja, genau, da ist er weg. Das können wir über nächste Folge machen. So, die Deichsel schön in die Ballen geschoben. Das ist ja auch top. Da kann ja nur ich gewesen sein, oder? So. Es gibt jetzt Heu. Heu, 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 heu. Heu, 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 heu. Yep. Yep. Na komm. Das sind schon relativ viele, ne? Aber dieses Mal pressen wir ja auch wirklich nur die kleinen Ballen. Nicht große. Da kommen dann ein, zwei mehr raus. Boah, ein Heuparadies.
Da freuen sich garantiert die Tiere, wenn sie genug zu fressen kriegen. Und wir freuen uns natürlich auch über den zukünftigen Geldbetrag. So, 24. Gleich ist der Enger das erste Mal voll. Jo. Zwei Stück nur. Wunderbar. Und er ist immer noch fleißig dabei. Jo. Wollt auch schon der nächste Ballen raus. Wie komme ich denn jetzt in die Halle? Am besten hole ich den Futtermischwagen raus, ne? Dass ich die Ballen irgendwie in die Halle bekomme. Da ist sogar noch ein bisschen was drin. An Mischration. Dann schmeißen wir das doch mal bei den Kühen eben schnell rein. Das ist auch relativ entspannt, ne? Wenn man nur, was weiß ich, so 10, 15 Kühe hat. Dass man da nicht so oft füttern muss. Finde ich auch relativ entspannt jedes Mal. So, einmal bitte Rinder. Die restlichen 3000 Liter. Wie viel haben denn die Kühe da eigentlich noch? 14.000. Ja. 16.600. Reicht ja noch für 4 Tage. Relativ viel, ne? Echt relativ viel. So. Wir haben Heu. Dann sollten wir die Strohballen mal ein bisschen sortieren. Dass da wieder ein bisschen mehr Stroh reinpasst. In die Halle. So. Ja, am liebsten erstmal. Jetzt kommen die Rangierkünste zum Einsatz, ne? Links rüber an die Wand. Damit wir gleich rechts abladen können. Da, 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 da. Ja, klappt doch. Na, ein bisschen vorzotteln, ein bisschen zurück. Das klappt doch. So, und... Na, komm. Na, bisschen gerade noch. Und angedockt. Dann würde ich... Ja, da können wir sogar noch mal abladen. Das ist gut. Ja, da passt locker noch eine Fuhre rein. Das passt doch. Ja, dann würde ich mich jetzt auch wieder bei euch bedanken fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag. Lasst es euch gut gehen. Sehr, sehr, sehr würde ich mich auch freuen, wenn ihr heute Mittag bzw. heute Nachmittag auch bei den Folgen mal reinschnuppert. Ich finde das zwei sehr, sehr spannende Projekte. Schaut da, wie gesagt, sehr, sehr gerne rein. Und dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr morgen auf den oder am Samstag auch alle dabei seid. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und Zuschauen und wünsche euch einen entspannten oder entspanntes, schönes, langes Wochenende für euch. Bis dahin, ciao, ciao. Macht's gut, lasst euch nicht ärgern. Bis denn, tschüss.